haben ja dieses Mal zum Thema die Krise der Parameter. Und eins der Parameter, wo man immer Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, wenn man auf Expedition fährt, ist, wo will man denn eigentlich hinfahren? Und als kleine Entscheidungshilfe gibt es heute Knödel aus 6 Kontinenten. Welche Rolle hat sie denn eigentlich in der Veränderung dieser Menschen gespielt? Also sie ist dahin gekommen, als es sozusagen noch ein Stamm war, der so gelebt hat, sehr traditionell gelebt hat, so wie sie seit Hunderten von Jahren gelebt haben. Und dann hat sie sozusagen diesen Ort und diesen Stamm öffentlich gemacht. Natürlich, also was jetzt unsere Thematik betrifft, auch eben dieser Aspekt, dass sie eigentlich weg muss, um das zu erfahren, woanders zu erfahren, was sie zu Hause, dort wo sie herkommt, eben nicht mehr erfahren kann. Der zweite Film hat ziemlich crazy Work gefunden und sicher eine interessante Geschichte, ich meine, den Aspekt der Expedition, diese verschiedenen Sichtweisen, was halt eine Reise ausmacht oder wo passiert was. Was verändert man, wie es bei der Riefenstahl ist, wenn man selbst reist, oder ist eben die Veränderung immer das, was eigentlich dann selber auch passiert. Der zweite Film, so total schöne Bilder einfach. Eigentlich total trauriges Thema, aber total gut rübergebracht. In Bezug auf Umweltbelastung oder was die negativen Resultate angeht, die eine Expedition verursachen. Auf dieser Karte kann jeder, der vorbeikommt, sozusagen mit bunten Punkten all die Orte markieren auf der Welt, wo er schon war. We make with the machine and with the stickers walls. And after I prepare, I put this paper, this special paper. Am Anfang dieses Tunnels steht, oder wenn man reinkommt, ist ein großes Expeditionszelt, wo unser Kollege mit Google Earth eine Art Psychogramm erstellt von der St. Pöltener Bevölkerung. Das heißt, sie befragt über ihre Reisen, Markierungen auf dem Globus einzeichnet und markiert, wo Zweifel entstanden sind, wo die Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo sie sich gut gefühlt haben. Dass so eine Art ja, visuelles Psychogramm erstellt wird. Wir haben ein Parcours hier gestaltet, wo das Zentrum eigentlich dieser Tunnel of Doubt ist, also der Tunnel des Zweifels, durch den man geschleust wird mit so einer Art von Markierung, wie so ein Stollen eigentlich, durch den man durchläuft. Und es gibt verschiedene Stationen, also verschiedene Öffnungen, wie hier zum Beispiel die Bibliothek, wo wir Reiselektüre anbieten, also es ist eine mobile Bibliothek, wie man sieht, die auch aufgebessert werden kann durch die St. Pöltener Bevölkerung. Wir haben da hinten an der Wand Bücher, die uns noch fehlen und die ausgetauscht werden. Weiter in den Raum, da steht eine Skulptur vom Raumlabor, ist ein Fahrrad, wo eine Blase aufgeblasen werden kann, so ähnlich wie diese Blase, die auf dem Rathausplatz stand von der ersten Etappe.
Ich baue meinen eigenen Planeten und ich gestalte ihn gerade so. Ich habe meine Landschaft gebaut und jetzt fange ich an, Stadt zu bauen. Und dann verbinde ich ihn später mit dem von Ruben und dann haben wir unsere gemeinsame Welt gebaut sozusagen. Am Anfang des Tunnels noch diese Bastelecke, wo man sich seine eigene Welt kreieren kann, die dann hier in der Planetologie in dem Raum hier vorne vor uns aufgehängt werden kann. Also verschiedene Weltentwürfe können da hergestellt werden. Und dort geht es weiter in den Gasthof zur Weißen Weste, wo gegessen wird. Gestern wurden exotische Knödel serviert zum Filmabend, den wir hatten. Und das ist so ein sozialer Austausch, wo sich unterhalten werden kann und gefeiert werden kann, was auch immer dazu gehört. Und wo verschiedene Veranstaltungen stattfinden im Rahmen unseres Programms. Wir befinden uns ja an der zweiten Etappe unserer Vorbereitung für die Expedition und diese Etappe hat den Titel Die Krise der Parameter. Verursachen Umweltschutz, verursachen kulturelle Veränderungen, verursachen alle möglichen Probleme und wir haben uns gedacht, dass das vielleicht ein gutes Thema für unsere zweite Expedition ist. Nämlich genau diese Fragen zu stellen, wie können wir das machen, eine Expedition ohne in diese moralische Zwickmühle zu gelangen. Und dafür haben wir verschiedene Räume eingerichtet, die sich mit diesen unterschiedlichen Themen beschäftigen. Veranstalten wir heute Abend zum Beispiel den Pölterabend, wo die St. Pöltener kommen und ihre Reiseberichte präsentieren. Uns, aber auch anderen St. Pöltenern. Und wir machen auch sowas wie ein Programm für Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die kommen können und mit uns über die Welt reden. Dieses Mal haben wir einen Grafiker mitgebracht aus Paris, der mit Jugendlichen ihre eigene globale Position auf T-Shirts drückt. Dass die Vorbereitung auf eine Expedition auch immer bedeutet, dass man künstlich sich erstmal in Probleme versetzt. Wie zum Beispiel Alexander von Humboldt sich zum Training auf seine Südamerika-Expedition eine Zeit lang den Arm auf den Rücken gebunden hat, um zu sehen, um zu lernen, mit der linken Hand auch zu arbeiten, in dem Fall, wenn etwas zustößt, mit der rechten Hand.